In der Nähe des Rathauses der somalischen Hauptstadt Mogadischu hat es eine Explosion gegeben. Anschließend waren Schüsse zu hören. Augenzeugen sprachen von mehreren Todesopfern. Der Polizei zufolge sprengten Terroristen zunächst ein Fahrzeug in der Nähe der Stadtverwaltung in die Luft. Anschließend wurden Schüsse abgegeben. Zu der Attacke bekannte sich die Shebab-Miliz, eine islamistische Gruppe, die mit Al-Qaida in Verbindung steht.